Hallo! Der nachfolgende Test soll zeigen, wie stark eure Nerven sind. Yes, yes, yes! Wenn ihr euch vor Angst ans Herz gegriffen habt, als der Draufgänger sich vom Trampolin abgestoßen und ein Salto in der Luft gemacht hat, dann habt ihr ihn nicht bestanden. Happy Friendsgiving, y'all! Ist es euch jemals geglückt, ein virales Video mit dem Handy aufzunehmen? Diese junge Dame braucht dafür nichts weiter zu tun, als ihr Smartphone ins Stativ einzusetzen, auf Play zu drücken und mit der Trainingsroutine loszulegen. Und diesem Kerl scheint der tiefste Carving-Schwung gelungen zu sein, den man sich überhaupt vorstellen kann. Wenn man von dem Verwandten, bei dem man wohnt, nach so einem Streich nicht auf die Straße gesetzt wird, heißt es, dass derjenige der gütigste Mensch auf Erden ist. Was Shaolin-Mönche mit Backstein anstellen, ist noch gar nichts im Vergleich zu den Kunststücken, die sie eigentlich drauf haben. Wir haben zwar gewusst, dass Schlangen, wie alle anderen Tiere auch, Wasser trinken, aber wir hätten nie gedacht, dass sie dabei so laut schlürfen. Hier haben wir es mit dem seltenen Fall zu tun, wo man vor lauter Fische das Meer fast nicht sieht. Und hier haben wir es mit dem seltenen Fall zu tun, wo man vor lauter Fische das Meer nicht mehr sehen kann. Habt ihr euch eigentlich jemals gefragt, warum es so viel Spaß macht, dem Abbruch eines Gebäudes zuzusehen? Und je größer es ist, desto besser. Man sieht nicht alle Tage einen LKW, der mit einem anderen LKW beladen ist und von einem weiteren LKW abgeschleppt wird, der ebenfalls mit einem LKW beladen ist, nicht wahr? Und das hier sieht nach der wuchtigsten Wasserkanone der Menschheitsgeschichte aus. Eigentlich wollte der Hahn nur helfen und keine Sauerei veranstalten. Andererseits hätte man seine Fußspuren mit andersfarbigem Beton ausgegossen, hätte man dem Gehweg dadurch ein ausgefallenes Design und Charakter verpasst. Tja, ich verspreche meiner Mutter vorsichtig zu sein. Und ich später. Da hat wohl jemand seine Shoppingwut am Black Friday im Netz so richtig ausgelebt. Der arme Kurier ist ja wie ein Lastesel bepackt.
Ihr solltet euch dieses Tier merken und euch niemals mit ihm anlegen, denn das ist ein Palmendieb, ein zur Ordnung der Zehnfußkrebse gehörendes Krebstier aus der Familie der Landeinsiedlerkrebse. Die Kraft, die er beim Schließen der Scheren aufbringen kann, ist mit der Bisskraft eines Krokodils vergleichbar. Na, stellt euch vor, wenn der Bursche zu so etwas zwischen den Unterrichtsstunden fähig ist, vielleicht ihm das Ablegen von Prüfungen wohl fällt. Bei so viel Geschick und Fingerspitzengefühl kann er seinen Spickzettel bestimmt überall reinschmuggeln. Wow, two-handed, oh my god. Als Seemann hat man sich leicht, wenn das Meer verrückt spielt, ne? In solchen Momenten kann sich sogar ein ganz normales Schiff so kurz in ein U-Boot verwandeln. Dieser Radlader ist so mächtig, dass er sogar mit einem Sandwurm aus Dune fertig werden würde. Und wir hoffen darauf, ihn im nächsten Teil zu sehen. Selbstverständlich mit Timothée Chalamet am Steuer. Man soll nicht allen Tipps zum Thema Bau glauben, die man bei TikTok aufschnappt, weil die Realität viel komplexer ist, als viele Social-Media-Konsumenten es annehmen. Das Video, das ihr gerade seht, ist nicht das, was es scheint. Habt ihr auch gedacht, dass dem Mann die Wassermelone gleich runterfallen würde? Diesem türkischen Bazarverkäufer passiert so etwas nie, weil er ein echter Profi auf seinem Gebiet ist. Wir sind uns sicher, dass er eine riesige Kundschaft hat. Und das kommt dabei raus, wenn ein Bauarbeiter von seinem Sohn gebeten wird, für ihn eine Dominokette zu bauen. Nur ein echter Ski-Freestyle-Profi ist zu so etwas in der Lage. Er lässt einen zunächst glauben, er würde gleich auf der Nase landen und dann zaubert er ein Salto aus der Hüfte. Das ist der Kwiantang-Fluss, der für seine jährliche Springflut bekannt ist. Die aus der Bucht in den engeren Fluss flussaufwärts kommende Flut führt zu einer bis zu 9 Meter hohen Gezeitenwelle, die als weltweit größte gilt. So etwas kann in Florida passieren, wenn man mit seinem Hund am frühen Morgen spazieren geht. Keine angenehme Begegnung, nicht wahr? Ein tolles Bild, keine Frage. Aber weißt du was, Kumpel? Mit Poseidon solltest du nicht spaßen. Wo bleibt denn die Straßenpolizei? Oder gehört sie auch zu den Fans dieses Fahrradkünstlers, dessen Tricks alle Verkehrsteilnehmer staunen lassen? So kann man sich mit zwei verstaubten Säcken die Arbeit am Fließband erleichtern. Die Katze hat wahrscheinlich als Baby Eiskunstlauf gemacht, denn sie scheint sich auf der rutschigen Oberfläche ziemlich wohl zu fühlen. Auch wenn sie kurz die Kontrolle verloren hat, hat sie ihr Programm mit einer Verbeugung beendet. Wir glauben, wir wissen jetzt, wozu man Fingerboards wirklich erfunden hat. Und ja, dieser Wellensittich kann besser skaten als ihr. Findet euch damit ab. So würde ein Crossover von Shrek und der König der Löwen aussehen, wenn Donkey gegen eine Hyäne um das Leben des weiblichen Drachen kämpfen müsste.
solltet ihr mal die Dominikanische Republik besuchen, denkt daran, dass ihr stets eure Schuhe vor dem Anziehen kontrollieren solltet, dass sich diverse Ungeziefer darin verstecken könnten. Ach, so eine erfrischende Dusche nach einem harten Arbeitstag tut nicht nur Menschen, sondern auch Maschinen gut. Wer sagt denn, dass Breakdance aus der Mode wäre? Selbst wenn dem so wäre, könnte dieser Bursche der Tanzform zu einem zweiten Leben verhelfen. Wie man hier sehen kann, kann man eine Seilbahn viel kreativer nutzen, als wir es gewohnt sind. Wenn man ein Soziopath ist und auf Badminton steht, schafft dieses Sportequipment Abhilfe. Das ist eine neue Challenge, die wir bei TikTok entdeckt haben. Da drängt sich nur eine Frage auf. Unter welchen Umständen hat der Bursche festgestellt, dass er das kann? Achtung, das hier ist ein seltenes Beispiel für die Symbiose zwischen Mensch und Vogel. Dem einen geht es um Gratisfutter und dem anderen ums Geldsparen bei Mundpflegeartikeln. Das Ganze sieht gelinde gesagt gewöhnungsbedürftig aus, nicht wahr? Was kann schiefgehen, wenn man sich auf einem Fallschirmspringer-Landeplatz mit einem Selfie-Stick filmt? Na, so ziemlich alles. So ein Luftballon hier kann Abhilfe schaffen, wenn man ein Haustier hat, das sich ohne einen Spielkameraden langweilt. Die coolsten Timelapse-Videos sind nicht die, die einen leuchtend orangenen Sonnenuntergang zeigen. Habt ihr jemals ein Schiff eine Schleuse flussaufwärts passieren sehen? Nein? Na dann passt auf! Dieses Video dürfte unsere Zuschauer in zwei Lager teilen. Die, die Far Cry 3 gespielt haben und die, die keine Ahnung haben, was hier vor sich geht. Der Kerl hat wohl von seiner Mutter zu oft gesagt bekommen, dass er den Rücken gerade halten soll. Hoffentlich ist sie jetzt mit seiner Haltung zufrieden. So würde ein Crossover von Shrek und der König der Löwen aussehen, wenn Donkey gegen eine Hyäne um das Leben des weiblichen Drachen kämpfen müsste. Findet ihr nicht, dass der Betonmischer etwas zu dick aufgetragen hat? Oder war es so geplant? Von wegen, Wolken bilden sich aus Wasser und Eisteilchen. So entstehen sie wirklich. Wir sind zwar keine Experten in Sachen Metallproduktion, aber da geht eindeutig was schief. Es sieht so aus, als würden Lichtschwerter inzwischen nicht nur auf dem Planeten Coruscant, sondern auch auf der Erde hergestellt werden.
Leben gibt es Situationen, in denen es ratsamer ist, das Geschehen von der Seite zu beobachten, als mittendrin zu sein. Seht ihr, wie riesig die Schiffsschaukel ist?